Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass Sie trotz Urlaubszeit so zahlreich erschienen sind. Und freue mich auch sehr, gleich zu Beginn der Woche Ihnen über etwas zu erzählen, was mir besonders sehr am Herzen liegt. Sie wissen, wir haben in der letzten Zeit viele Aktivitäten gesetzt, ob es die denkende Mülltonne ist und vieles andere. Aber heute zeigen wir Ihnen etwas, was hautnah zu erleben ist, wie man aus Altem wieder etwas Neues macht. Sie wissen auch, dass in der letzten Zeit, warum auch immer, aber vermutlich durch Plastik im Meer und viele andere Dinge, das Thema Kunststoff in aller Munde war, in aller Munde ist. Oft auch vermutlich als Leser von Zeitungen und Broschüren und was Sie hören, oft vielleicht auch die Meinung ist, was wird denn dann wirklich recycelt, was ist denn wahr, was ist nicht wahr, passiert überhaupt was mit dem Kunststoff. Ich kann Sie vorweg aber beruhigen, es passiert mehr, als Sie vielleicht denken. Es ist nur immer nicht so transparent und so gut sichtbar. Und da sind wir in Österreich, in Europa Spitzenreiter. Und so möchte ich Sie ganz herzlich zur heutigen Presseinformation willkommen heißen. Meine Gäste sind zu meiner Rechten der Obmann aller Verbände in der Steiermark, Herr Bürgermeister Ingenieur Neubauer, er ist auch Bürgermeister einer Gemeinde St. Johann an der Stiefing. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Neben ihm sollte mein Heimatbürgermeister aus Gnas sitzen, aber da ist jetzt irgendwas dazwischen gekommen. Aber nachdem ich auch Gnaser bin, kann ich zumindest Ihnen erzählen, wie Gnas liegt oder denkt, zumindest aus meinem ewigen Leben in Gnas. Ganz links außen möchte ich den Herrn Geschäftsführer von Europlast, Herrn Arthur Primus, willkommen heißen. Er wird Ihnen dann schildern. Er ist derjenige, der diese Tonnen produziert. Und zu meiner Linken unser Sprecher des Vorstandes, der Ralf Mittermeier, der das in die Praxis in der Firma dann umsetzt. Und so möchte ich vielleicht nur zwei Wörter noch dazu sagen, warum mir selbst das so am Herzen liegt und warum es auch jetzt, wenn der Bürgermeister nicht da ist, in Gnas gemacht hat oder starten jetzt. Wir haben jetzt den Ort Gnas, werden wir mit diesen neuen Tonnen ausstarten. Das ist so ein Versuchslauf. Wir wollen auch genau testen, bevor wir das dann zehntausende Tonnen jährlich kaufen werden. Weil das ist ungefähr der Bedarf, den wir haben. Mal testen, sind sie wohl so standhaft wie die neuen Tonnen? Da gibt es ja Normen, die müssen ja ziemlich viel aushalten. Da an diese Schüttungen, das Rütteln und dann hin und her führen. Das werden wir versuchen. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass das ein guter Erfolg werden wird. Aber vorweg noch einmal, Tonne zu Tonne, so kann man das Projekt nennen, ist wirklich einzigartig in Österreich. Und so möchte ich dir, lieber Ralf, das Wort übergeben, um vielleicht aus der Sicht vom Saubermacher zu sagen, was, warum und weshalb. Ja. Also, vielen Dank, lieber Hans. Ja, uns ist das ein wirkliches Herzensprojekt. In diesem Thema Kunststoff geht es ja auch sehr oft darum, dass man sagt, nee, man kann schon sammeln, man kann rezyklieren, aber es gibt diesen Abnehmermarkt nicht. Und das ist ein großes Problem, darum braucht man gar nicht so viel machen in dem Thema. Und darum war es für uns mit unserem Leitbild Zero Waste, keinen Abfall zu hinterlassen, ein ganz wesentliches Thema, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und zu sehen, bekommen wir das mit einem Partner gemeinsam hin, dass wir das haben mit demselben Qualitätsanspruch, wie wenn es aus Primärmaterial kommt. Und da wird der Herr Primus uns noch mehr darüber erzählen. Und darum ist dieses Projekt für uns so wichtig. Wir sind sogar schon noch ein bisschen größer geworden. Bis zu 20.000 Müllbehälter pro Jahr oder Recyclingtonnen pro Jahr schaffen wir an. Wenn man jetzt sagt, die leben im Schnitt 10 Jahre, vielleicht nicht immer alle, dann reden wir für den Saubermacher in Summe von einer 250.000 Tonnen über 10 Jahre. Das ist ein signifikanter Anteil an Material, der hier zustande kommt, und darum dieses Projekt in Gnas. Eine wunderbare Verbindung. Vor 40 Jahren hat das Unternehmen Saubermacher in Gnas gestartet und so schließt sich der Kreis im doppelten Sinn, sozusagen der Tonne und auch dieses Kreislaufs in Gnas. Das ist für uns eben sehr, sehr wichtig. Und wie das Thema genau dann funktioniert und wie es geschafft wird, so eine Tonne auch unter diesen Qualitätskriterien zu erzeugen. Herr Primus, ganz kurz nur vielleicht von mir.
man denkt sich oft so eine Abfalltonne, naja, das ist halt so, wenn ich sonst nichts weiß, was ich mit dem Material mache, dann könnte ich ja vielleicht einmal eine Abfalltonne daraus produzieren. Stellen Sie sich vor, Sie stehen 10 Jahre draußen vor der Tür, bei jeder Witterung. Wir haben Temperaturen gemessen, 85 Grad im Sommer in einer schwarzen Restmülltonne. Im Winter, je nach Gegend, bis zu minus 35 Grad. Und dann stehen Sie draußen und es regnet drauf, dann scheint die Sonne, da kommt das Auto. Sie werden hochgehoben, sind schwer an den Kammen, werden dagegen geschlagen. Und das sollen Sie 10 Jahre überleben. Wenn man sich das einmal verinnerlicht, dann wissen Sie, dass das eines der hochwertigsten Produkte ist, das wir so einsetzen. Und wie das genau geschafft worden ist, mit welchen magischen Zutaten, darf ich bitte weitergeben. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte den Herrn Roth danken, dass wir gemeinsam dieses Kooperationsprojekt umsetzen konnten. Darf ich Ihnen ein paar Worte zur Firma Europlast erzählen? Die Firma Europlast ist ein mittelständischer Betrieb mit Sitz in Dellach im Trautal. Das ist in Kärnten zwischen Spital Nadra und Lienz. Wir produzieren seit 1997 mit insgesamt 120 Mitarbeitern große Kunststoffteile. Und in einem Geschäftsbereich sind es eben 2- und 4-Rad-Wertstoffsammelbehälter. Diese Wertstoffsammelbehälter werden auf Spritzgussmaschinen produziert. Das sind die größten Österreichs mit bis zu 4000 Tonnen Schließkraft. Österreichische Maschinen von der Firma Engel. Und wir haben zum Beispiel eine Produktionskapazität auf einer Maschine von 1000 Stück in 24 Stunden. Ja, Sie können daraus ablesen, dass wir auch einen hohen Exportanteil haben müssen, weil diese Menge ist in Österreich nicht unterzubringen. Wir exportieren in 26 Länder Europas. Und wir haben 2 Schwerpunkte bei uns im Unternehmen. Der eine ist die Geschwindigkeit. Wir sind ob unserer Größe sehr schnell. Wir liefern schneller als unsere Marktbewerber. Und der zweite ist, wir wollen im Einklang mit der Natur agieren. Wenn Sie durchs Kärntner Rautal fahren, wenn Sie unseren Standort sehen, dann werden Sie sehen, warum das Herz der Menschen, die dort arbeiten, insbesondere für die Natur schlägt. Und deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, als Verarbeiter von Kunststoff wirklich ökologisch zu agieren. Wir haben die Produktion CO2-neutral gestellt. Das heißt, wir haben von der CO2-Bilanz her keinen Fußabdruck oder weniger wie ein Bauernhof, sage ich mal. Und wir verwenden so gut es geht Recyclingmaterial für die Produktion unserer Produkte. Der besondere Aspekt hier ist, dass es erstmals gelungen ist, eine Art Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Das heißt, wir nehmen alte Produkte zurück, diese Produkte werden verkleinert, sie werden gereinigt, es müssen Metallteile entfernt werden und dann schlussendlich wird aus diesen Produkten in einem speziellen Spritzgussverfahren wieder neue Produkte hergestellt. Und so gelingt es, wenn man sich überlegt, das Ganze funktioniert noch mit Ökostrom, quasi Kunststoffprodukte herzustellen, die CO2-neutral sind. Und das ist eine ziemliche Novität. Und da hat es mich sehr gefreut, dass die Firma Saubermacher da dabei war und gesagt hat, jawohl, das ist der Trend, der passt voll zu unserer Philosophie. Und so hat es nicht lange gedauert und wir sind hier zusammengekommen. Ja. Herr Primus, könnten Sie vielleicht noch ganz kurz schildern, was, ich meine, das kann man sich als Laie vorstellen, man häckselt die alten Tonnen und dann macht man es ein bisschen heiß, nicht? Und dann presst man es und dann sind Sie fertig. Vielleicht, was die Herausforderung für Sie war, warum das nicht vielleicht schon viel früher passiert ist oder ja, so. Ja. Also ein Spritzgussprozess ist jetzt laienhaft beschrieben, zu vergleichbar, wenn Sie einen Kuchen backen, dann gibt es einen ganz speziellen Temperaturverlauf. Sie brauchen eine Form, Sie müssen den Kuchen rechtzeitig rausnehmen, Sie brauchen einen gewissen Druck. Und das ist Verfahrenstechnik. Und diese Verfahrenstechnik zu entwickeln, speziell jetzt für den Einsatz von Recyclingmaterial, das war ein jahrelanger Prozess. Das ist ja nichts, was man irgendwo auf einer Universität lernen kann, weil es nicht standardisiert ist. Es gibt viele, die das versucht haben. Man scheitert meistens daran, dass man die Stabilität hinbekommt von einem neuen Produkt. Das erscheint irgendwo logisch nicht. Und insofern haben wir das dann geschafft, dass wir das durch Versuchsreihen hinbekommen haben und dass wir auch die richtige Kombination an Zusatzstoffen noch gefunden haben, die mit hineinkommen. Man braucht 1-2% Zusatzstoffe, um die Stabilität herzustellen. Und so ist das technisch möglich am Ende des Tages. Ja. Gut, Dankeschön. Bevor ich zum Herrn Neubauer gebe, er ist ja einer oder vertritt eigentlich unsere Kunden. Die Verbände sind ja die Aufgabe vom Land bzw. auch von Städten übertragen wurde, sich für die Abfallentsorgung zu kümmern. Und so gesehen ist er ein sehr wichtiger Partner für uns. Und ja, möchte Sie bitten, Herr Neubauer, wie Sie das so sehen als Abfallverband, der ja auch immer sehr bemüht ist, ökologisch sein zu wollen, zu können und es auch schlussendlich sind dann. Ja, grundsätzlich sind wir von der Abfallwirtschaftsseite, also von den Kommunen und den Abfallwirtschaftsverbänden,
sehr begeistert, wenn solche Ideen natürlich in der Steiermark umgesetzt werden. Für uns ist das ein sehr transparentes Projekt. Aus einer alten Mülltonne wird eine neue Mülltonne, also für den Bürger ganz leicht zu verstehen. Und das brauchen wir auch in der Sammlung, in der Steiermark, in den Gemeinden. Wir haben ja vor, die Steiermark in den nächsten Jahren mit bis zu 35 Ressourcenparks auszurüsten. Und in diesen Ressourcenparks werden über 80 verschiedene Fraktionen gesammelt. Wir bemühen uns, sortenreich zu sammeln. Und da ist es natürlich ganz leicht oder für uns wertvoll, wenn man dann solche Beispiele hat, wo man sagen kann, aus einer alten Tonne wird eine neue Tonne. Auf der anderen Seite, ökologischer Fußabdruck, ist schon gesagt worden, was kann uns Besseres passieren? Die Industrie macht sich Gedanken, dass das wirklich schadstofffrei, klimafit produziert wird. Der Bürger in Gnas in dem Fall hat jetzt eigentlich ein leichtes Spiel, da braucht sich nicht Gedanken machen, was verwende ich, sondern er kriegt dieses klimafitte Produkt vor die Haustür gestellt und braucht es einfach nutzen. Also ich glaube, in Summe ein wertvoller Beitrag für die Umwelt und natürlich auch ein wertvoller Beitrag für uns Kommunen, dass wir sagen können, aus dem, was wir in unserem Ressourcenpark sammeln, wird wieder ein sinnvolles Material, das dann wieder vor Ort für alle eingesetzt werden kann. Ja, Herr Schönerbar, danke vorweg und ich hoffe, wir können das ein oder andere noch gemeinsam umsetzen. Steiermark ist ja, wie Sie wissen, mit dem GreenTech-Cluster und auch mit vielen tollen Unternehmern ein Vorbildland in Europa oder auf der Welt, kann man mittlerweile sagen. Und auch dieses Beispiel mit der Firma Europlast ist auch etwas, was ich sehr forciere und mit Partnern aus der Industrie, und da gibt es selbst steirische Beispiele, ob das Comtech ist, ob das Redfest ist, draußen in Gleisdorf oder Binder, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten und auch intensive Forschungsarbeit leisten. Das eine oder andere ist bekannt, das eine oder andere wird noch bekannt werden. Und ich glaube, das zeichnet auch uns untereinander aus. Und wir haben ja die ersten 10 oder 20 Jahre unsere Tonnen auch nicht aus Österreich, weil da gab es die Firma Europlast nicht, aus Deutschland und so importiert. Und ich bin ja auch mächtig stolz, dass wir einerseits einen österreichischen Partner haben und auf der anderen Seite aber auch europaweit Vorbild sind. Und ich glaube, wenn ich vielleicht auch sage, wir zahlen etwas mehr für die Tonne, also obwohl es Recyclingmaterial ist, haben wir doch etwas mehr Aufwand. Der hält sich aber in Grenzen, muss aber berücksichtigen, dass momentan auch die Rohstoffpreise verhältnismäßig günstig sind, was für die Abfallwirtschaft nicht so gut ist. Also wir wären froh, wenn eine starke Nachfrage nach Kunststoff, andere Dinge, aber Sie kennen das Ganze momentan durch China, Asien, dass also dort der Export nicht so einfach geht, sodass natürlich immer, und da sind ja die Abfallverbände und alle immer sehr kritisch, und da geht es immer um die Frage, was ist denn der beste Preis? Ist das immer der günstigste oder ist es der beste, und was ist ein Bestpreis? Und da sind natürlich auch in unserem Herzen oft, unserem Körper zwei Herzen. Auf der einen Seite wollen wir einen Auftrag, auf der anderen Seite sollten wir auch ökologisch sein. Und hier ist aber ein gutes Beispiel, das auch für uns vertretbar ist. Und es wird auch vielleicht einmal die Zeit kommen, wo die Nachfrage wieder stärker wird, wo die Preise wieder ansteigen, dann möglicherweise wir einen Vorteil haben. Aber eins ist ganz klar, so wie ich das in Retzenheim immer gesagt habe, wo wir Ersatzbrennstoff machen, da sind einmal 95%, ich glaube, so, das stimmt ungefähr, ein paar Prozent fallen dann weg, es sind ja auch andere Materialien noch, brauchen nicht durch Öltanker quasi hier nach Europa geschifft werden und hier zu Kunststoff verarbeitet werden, sondern wir nehmen bestehenden Kunststoff, der schon einmal die Verwendung hat, wieder in den Kreislauf. Und der Herr Bürgermeister Neubauer hat gesagt, weil es so plastisch ist. Es ist jetzt nicht vielleicht, Entschuldigung, das ist ja Herr Primus, nicht so hoch lobe, aber vielleicht gibt es intelligentere Sachen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, wie man Bettflaschen zersetzen kann. Da haben wir auch ein paar Projekte mit Larven und anderen Dingen. Aber es ist ein sehr anschauliches Projekt. Anschaulich für den Bürger, der voller Stolz sagen kann, ich habe eine Recyclingtonne und das war einmal eine neue und aus der neuen ist wieder eine neue geworden.
was bei anderen Produkten nicht immer so einfach nachvollziehbar ist, ob es die Fleischtassen sind oder andere Behälter, die man halt im Supermarkt kauft. Und ja, sage Ihnen auch nochmal danke, dass Sie da uns so aktiv unterstützt haben und mitgewirkt haben, und ich kann nur hoffen, dass auch der Bürger das erkennt und auch das Bewusstsein, das ist schlussendlich ja das Entscheidende, damit mit dem Bewusstsein lebt, auch hier er selbst beim Einkauf auch mehr Rücksicht nimmt auf das, was er kauft, wie er mit der Umwelt umgeht. In diesem Sinne sage ich vorweg mal danke und stelle natürlich wir alle hier für Fragen ganz gerne zur Verfügung. Man kann das theoretisch machen. In dem Fall ist es um die Kreislaufwirtschaft gegangen und wir haben darauf geschaut, dass wirklich 100% dieser Tonnen, die wir von der Firma sauber machen, bekommen, hier auch verwendet wird. Die Preisdifferenz ist kurz angesprochen worden. Wo liegt man da? Circa? Ja, das ist im Euro-Bereich. Also das ist eigentlich unbedeutend. Man muss aber auch sagen, die meisten, die... Das ist für den Hersteller immer unbedeutend. Für den es der kauft, ist es immer... Und für den Opferverband. Weil das wird ja weitergehen, wenn sie uns auch nicht bedeuten. Wir müssen es auch weitergeben für den Bürger. Das ist. Schauen Sie, in der Vergangenheit hat man immer noch Recyclingprodukte gefragt unter dem ökonomischen Aspekt. Man sagt immer, ja, macht die Sachen aus Recyclingmaterial, das kostet nichts. Es ist aber in der Realität nicht so. Wenn ich Produkte produzieren möchte, die gleiche Qualität haben wie Neuprodukte, dann ist das natürlich mit Recyclingmaterial etwas aufwendiger. Und dieses Etwas ist halt der kleine Aufpreis. Was kostet so ein Patentschutz? Also die Preislisten habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich komme darauf an, ob Sie eine kaufen wollen, ob der Herr Roth eine kaufen will. Ich brauche eine 8-Stück. Kann man auch nicht sagen. Was ist der Verkaufspreis? Ja, in den Geschäften, wenn es einer kauft. Wenn Sie heute bei Amazon reinschauen oder bei eBay, dann wird die wahrscheinlich 50 Euro kosten. 50. Ja. Bitte, gerne die Frage. Frau Ertl. Erstens, wie ist man auf den Namen Ecofin gekommen? Und das Zweite, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben wir gehen da 1000 Stück in einem Tag. Also, wie lange wird es dauern, bis die ganze Schneiermarkt diese Tonnen kriegt? Na, schauen Sie mal, Ökobin, da muss ich, weiß nicht, wer die Idee gehabt hat für Ökobin. Gemeinsam. Mich haben es da nicht gefragt, weil ich hätte dann lieber was ein bisschen noch Dramatisches gehabt. Aber Frau Erdl, das können wir noch bei den nächsten Kübeln dann noch gemeinsam erörtern. Ich bin Öko. Ja, genau, gute Idee. Ja, genau. Das Zweite ist, wir brauchen ungefähr 10.000 bis 20.000 Tonnen. Ich weiß gar nicht, ob das nur in Österreich ist, sondern im benachbarten Ausland, haben wir gar nicht so mitgerechnet. Und die werden wir auf jeden Fall, wenn sie also dieser Test erfolgreich verläuft, und ich gehe davon aus, mal umsetzen. Natürlich, wenn wir, die Steiermark ist ja grundsätzlich jetzt ausgelastet mit Kübeln, das hatte fast jeder an, so gesehen, ist der neue Bedarf. Also wir würden natürlich selbstverständlich, wenn wir jetzt eine neue Gemeinde wo kriegen oder irgendein BBB-Modell in Österreich machen, auch diese Tonnen verwenden, weil das eine gute Möglichkeit wäre. Aber nachdem jeder einer hat, ist das eben der Wechsel. Aber ich bin überzeugt, und deswegen lächelte Herr Primus mehr wie ich bei der Pressekonferenz, weil er vielleicht durch heute, durch diese Information und natürlich auch die Erzählung an anderen Mitbewerbern, auch manche sagen, wenn es der Saubermacher macht, dann müssen wir es eigentlich auch fast machen. Nicht so. Also, aber wir sind nicht neidisch, sondern gerade im Gegenteil, ich sage immer so, wir können die Welt nicht verändern, aber wir können Akzente setzen. Und es ist halt wieder so ein Akzent, wo wir nicht alles austauschen können in Österreich und im benachbarten Ausland, aber eher mit der Referenz, so wie wir es auch beim Wertstoffscanner und bei anderen Dingen auch machen, glaube ich schon, dass das Gesprächsstoff sein wird und damit auch mehr Nachfrage sein wird. Ne? Ja, aber Entschuldigung, also wie viel alte Tonnen braucht man für eine neue? Naja, das ist im Prinzip, ist es vom Materialverhältnis her natürlich so, dass ich gleich viel Material in einer neuen Tonne drinnen habe, wie ich in einer alten drin hatte.
Und dann haben sie natürlich auch gewisse Prozentsätze, den sie nicht verbrauchen können, das heißt 1 zu 1,5 so in, okay. In dem Verhältnis. Also ist fast. Und die alten sind ja alle ein bisschen schwerer als die neuen, weil ja die Technik auch ständig fortschreitet. Genau, was man nicht glaubt, ist, dass diese Tonnen mit Computersimulationsprogrammen optimiert werden. Das heißt, man rechnet das durch, Belastungssituationen, wie sie auch am Entsorgungsfahrzeug hinten entleert werden und schaut, wo brauche ich Kunststoff, wo brauche ich keinen Kunststoff, wo ist er nutzlos, um einfach das Gewicht da zu optimieren und weniger Kunststoff verwenden zu müssen. Ja. 10 Jahre oder wollen wir die wirklich aus? 10 Jahre? Da hätte ich auch vielleicht eine Frage zu. Jeder Sicherheitshelm hat drinnen eine Markierung, wo man weiß, nach wie vielen Jahren kehrt er entsorgt. Bei einer Tonne, wenn sie kaputt ist, ist das klar, aber wie weiß man dann, dass die schon 10 Jahre einen Buckel hat? Ja, also viele haben sogar gekennzeichnet schon früher, wo das Datum drin war. Natürlich, wir sind interessiert, so lange wie möglich die Tonne zu behalten. Das hängt auch vom Abfuhrrhythmus natürlich ab. Ne? Aber es ist natürlich oben bei den Kämmen, wo eingehängt wird, ist eine starke Beanspruchung und auf der Seite, wo die Rundungen sind. Ne? Also jetzt sind sicher Tonnen dabei, jetzt sind Gas, die auch 20 Jahre gehalten haben. Also es ist sehr unterschiedlich. Ne? Bitte schön. In Gnas werden wir 800 Tonnen. Also in Gnas, wir sind jetzt eine Großgemeinde geworden. Früher haben wir nur 2000 Einwohner gehabt, jetzt haben wir 7000. Also es wird der Ortskern in Gnas wird getestet. Wir wollten einfach nicht das Risiko eingehen. Und dann draußen in der Region, also bei den umliegenden Gemeinden, die jetzt auch zu unserer Großgemeinde gehören. Aber Gnas ist ein gutes repräsentatives Beispiel, wobei natürlich auch ein bisschen Emotion mitspielt. Also wenn Sie so wollen zum Testen, ging es natürlich auch unter Brümstetten oder Völkirchen oder St. Georgen an der Stiefing, aber es war ein bisschen mein Wunsch, meine Heimatgemeinde. Und wie lange? Wir testen jetzt ein Jahr lang. Ein Jahr lang, ja. Also wir werden es ein Jahr lang, ich gehe davon aus, dass sie dann stehen bleiben, aber da können wir schon einiges sehen. Ne? Natürlich, wir sind in einer sehr intensiven Partnerschaft mit der Firma Europlast. Es ist jetzt nicht so, dass das eine Eintagsfliege ist und werden natürlich auch laufend hören, Ergebnisse, Versuche, die weitergefahren werden. Also wir vertrauen der Firma, wenn es irgendwann nach gewissen Jahren nicht so läuft, wie es läuft, dass dennoch wir Lösungen finden. Aber wir haben es ausreichend getestet, sodass wir überzeugt sind, dass wir keine großen Überraschungen erleben werden. Sie können denn dann einen kompletten Bestand auf die Recycling bestellen? Ja, immer nur das, was wir jährlich. Aber unsere Vision ist ganz klar, dass wir, sobald sich das Produkt dauerhaft im Einsatz bewirbt, über dort, wo wir die Möglichkeit haben, das herauszurichten, kann ja auch sein, dass es vorgegeben wird oder Behälter gestellt werden, über dort, wo wir die Möglichkeit haben, das umzusetzen, das sehen wir einfach als auch unseren Auftrag an, ganz klar diese Dinge voranzutreiben. Ist nur für Restmüll oder für andere Fraktionen auch interessant? Also aktuell ist es Restmüll, weil technisch noch weitere Entwicklungsschritte gemacht werden müssen, um auch je heller die Tonne, umso schwieriger. Wenn ich ein bisschen vorgreife, wie wir das vorher gerade besprochen haben, also eine rein gelbe Tonne, das wäre sozusagen der heilige Gral des Recyclings. Bei uns, ich habe gerade einmal geschaut, im liebsten Kaufhaus aller Online-Kaufhaus, es gibt sogar weiße Tonnen, habe ich bei uns noch nie gesehen. Glücklicherweise gibt es auch weiße Tonnen. Aber je heller, umso schwieriger ist der Recyclingprozess, es in der 100% Qualität mit der Farbnorm zu haben, die vorgeschrieben ist. Aber wir haben vorher gesprochen, das wird auch in den nächsten Jahren soweit sein, dass man auch andere Behälter recyceln kann. Also Herr Primus, in 5 Jahren sehen wir uns alle wieder da, gell? Wir arbeiten dran. Übrigens, weil die Frage vorher, ich habe jetzt einmal kurz nachgeschaut, die werden so um die 75 bis 85 Euro, die 240er. Die großen, ne? Das war mal vom kleinen gehört. Und die 240er sind so um die 55. Das sind zum Beispiel, das wäre ein Ansatz. Genau, bei uns sind sie hauptsächlich grün und dann mit den Farbdeckeln drauf oder was genau. Also bei grün sind wir schon sehr weit, was das Recyclingtonnen betrifft. Das wäre das Wichtigste in Österreich.
Und je dunkler natürlich, wenn verschiedene Farbkomponenten zusammenkommen im Recyclingmaterial, dann kommt halt am Ende schwarz raus. Aber wie geht es dann einfach gleich und den Weg? Wenn wir in den 60er wären, hätten wir so psychedelische gemacht, also so mit verschiedenen Farbmischungen, aber haben wir sogar schon. Bitteschön. Ja, bitte. Wie lange war die Entwicklungszeit? Also ich bin jetzt seit 2 Jahren Geschäftsführer bei Europlast. Vor 2 Jahren habe ich diesen im Einklang mit der Natur definiert und da haben wir zu arbeiten begonnen. Also 2 Jahre Entwicklungszeit. Ist doch recht zügig. Ja, ist recht zügig, ja. Aber im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft ist das jetzt das erste Projekt, das man realisieren kann. Wobei man muss wissen, dass die letzten 10 Jahre oder 15 nur das gemacht haben, also schon ganz gut Bescheid wissen von Stärken und Schwächen und vom Spritzen, nicht? Und auch der Maschinenlieferant, also so gesehen ist es zwar kurz, aber dennoch nicht so kurz wieder. Und da steckt auch viel Know-how, ist ja auch teilweise Bindemittel drinnen, oder nicht? Und um das trotzdem dann zu erreichen. Was sind gute zentralen Knackpunkte? Ist es das viele Rütteln und Schütteln da bei der Beanspruchung oder sind es die Temperaturunterschiede oder ist es die Säurebeständigkeit? Ja, was Tonnen an die Grenze bringt in der Praxis ist, wenn sie überladen sind. Was die meisten ja nicht wissen, ist ja, dass es gibt ein genormtes Zollgewicht, das eine Tonne aufnehmen darf maximal, und wenn zu viel hineingeladen wird, dann ist die Tonne überladen. Es gibt also den Faktum, wenn wir sie 240 Liter Tonne mit 240 Kilo beaufschlagen, dann wird sie das nicht aushalten. Und es ist oft so natürlich, dass in Tonnen Asche zum Beispiel, wenn ganz viel Asche wäre, dass sie immer weniger wird. Ne? Oft auch in Biotonnen, wo man natürlich dann sehr viel auch Feuchtes drinnen hat, dann ist die Tonne überladen und es ist zu viel drin, wie sie eigentlich aushalten muss, und dann passiert oft einmal, dass die Tonne platzt. Da ist aber natürlich auch sehr viel beim Nutzer vorhanden. Aber ich muss auch sagen, die wenigsten Menschen wissen das eigentlich, dass das so ist. Man legt, man gibt rein, wo es reingeht. Aber, ja. Oder wenn der Kamm sich mit der Zeit verbiegt oder so, nicht? Man richtet es nicht um, wo das eingehängt wird, man richtet es nicht gleich. Nicht? Dann, ein Tag, wenn der 500 Tonnen schüttet, da geht es ziemlich schnell, wo dann diese Kammstege kaputt werden und damit fängt es schon an. Nicht? Also man muss auch als Nutzer aufpassen. Nicht? Oder wenn die Leute viel zu viel ritteln und es ist so schwer drinnen, nicht? Dann passiert es eben das auf der Seite. Wenn sie so Tonnen kaputte sehen, sieht man sie ab und zu, wo sie auf der Seite einen Schlitz haben oder sie dann brechen. Genau, Temperatur ist kein Problem. Die Tonnen stehen auch in Norwegen, wir liefern nach Norwegen genauso. In den skandinavischen Fjorden, wenn Sie mit den Kreuzfahrtschiffen reinfahren, werden Sie unsere Tonnen sehen. Sie sehen es in Serbien, Sie sehen es in Kosovo. Wir liefern Ukraine, wir liefern Moskau, das heißt eigentlich in ganz Europa. Und das sind unterschiedlichste Temperaturanforderungen. Die Probleme haben wir eigentlich temperaturmäßig, gibt es da kein Problem, muss man sagen. Die Räder kommen auch von Ihnen? Die Räder sind zugkompatibel, ja. Das ist ein spezielles Gummimaterial, das ist ein eigenes Herstellverfahren. Und die werden eingekauft, aber in Europa. Gut, ja, ich lade Sie noch kurz gerne ein zu einem kleinen Imbiss. Wir sind eh noch ein bisschen da, wenn Sie noch etwaige Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne auch zur Verfügung. Ich sage Ihnen, Herr Neubart, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie auch gekommen sind, Gemeinden zu vertreten. Und Ihnen auch, Herr Primus, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Während des Redens habe ich vergessen, eine Provision zu vereinbaren mit Ihnen für die Millionenstück, die Sie dann wohin verkaufen werden. Aber es geht nur um einen Euro. Okay, und Ralf, für Engagement und glaube, dass wir wieder ein Zeichen gesetzt haben, dass wir es mit Zero Waste und mit der ökologischen Kreislaufwirtschaft wieder ernst gemeint haben, und bin auch sehr stolz, dabei sein zu dürfen bei so einem wichtigen Tag, der irgendwann so selbstverständlich sein wird wie vieles andere, was wir probiert haben und dann praktisch auch umgesetzt haben. In diesem Sinne, und Ihnen auch noch einmal danke, dass Sie uns immer so wohlgesonnen sind und so oft kommen, und auch vielleicht, wenn es mal nicht so wichtig oder mehr wichtig ist, lieben herzlichen Dank Ihnen allen. Dankeschön. Okay.